Happy Halloween! Es ist wieder Buch des Monats Zeit. Ja, bis ich das Video hochgeladen habe, ist Halloween schon vorbei. Bei mir ist heute Halloween. Wir werden es auch ein bisschen feiern. Mal sehen, ich mache Fotos. Ich habe da was im Kopf, wie ich mich verkleiden will. Mal sehen, ob es klappt. Ja, Buch des Monats Zeit. Ich zeige euch wie immer kurz, was ich gelesen habe. Danach habt ihr bis zum 15. November Zeit mit einem Ja, ich will in den Lostopf zu hüpfen. Und ja, diesmal kam so das Highlight-Buch etwas spät, also es waren viele schöne Bücher diesen Monat dabei, es war ein Riesenflop dabei, aber ja, so das wirkliche Buch, wo ich so sage, hey ja, das ist es, das kam irgendwie erst zum Schluss, deshalb müsst ihr euch bis zum Schluss gedulden, was das Buch des Monats wird. Ich fange an, es ist ein bisschen durcheinander. Drei Bücher habe ich jetzt nicht mit dabei. Das erste ist Die Drei. Das war ja dieses Thriller mit diesen Flugzeugabstürzen. Den habe ich schon verschenkt, aber der war ja nicht so mein Fall. Ja, wenn ihr was zum Klapptext oder so wissen wollt, kommentiert kurz, dann tue ich euch das kurz in die Kommentare, wie der Klapptext ist, weil sonst erzähle ich jetzt hier zu lange. Dann habe ich, ja, es wird durcheinander von Max Bento. Das Dornenkind gelesen. Beim Goldmann Verlag erschienen, 1499, hatte was um die, ja, 440 Seiten. Ist ja eigentlich der zweite Teil zu der Federmann, wobei ich jetzt ganz oft in vielen Rezensionen gelesen habe, dass man den Federmann dafür nicht gelesen haben muss. Ich finde schon, man sollte es vorher lesen, einfach für das bessere Verständnis und ja, das macht das Buch auch spannender. Dann habe ich, ah ja, genau, von Janis C. Kramer, Wehe du gehst, der neue Thriller von ihm. Das war ja der Autor von der Frauenkammer. Die fand ich hier schon toll. Ich muss sagen, das fand ich sogar noch besser als die Frauenkammer, weil dieser Autor schafft es immer wieder, mich zu überraschen und hat halt echt einen tollen Schreibstil. Liest sich schnell durch, war aber ein echt cooles Thriller mit einem wirklich krassen Bösewicht. Dann habe ich, ach genau, das war von dem Rifferfield Verlag, von dem Schweizer Verlag, der da die Bücher an die Blocker versendet hat. Da habe ich jetzt gelesen aus dem Päckchen Ece und das Drachenmal von Annika Oeschger. Das war ja so ein bisschen Fantasy, Jugendfantasy, Teenagerfantasy. Das Buch ist recht teuer, weshalb ich es mir wahrscheinlich so nie geholt hätte, weil für 24,50 €, 24,80 € finde ich etwas heftig. Aber ich bin froh, dass ich es gelesen habe und bin auch dankbar dafür. Dann habe ich, mit welchen machen wir weiter? Genau, machen wir mit der Waterfire Saga weiter, mit diesem wunderschönen Cover in Pink, so richtig ein Mädchencover. Ja, du verdrehst die Augen, gell? Nein. Das zweite Lied der Meere, das ist ja die Fortsetzung von der Waterfire Saga. Das erste Lied der Meere hat mir diesmal sogar besser gefallen, weil es nicht mehr so kindisch und teenagerhaft war, sondern weil da die Meeren jetzt auch erwachsener wurden und weil ich nicht mehr so Probleme mit diesen Begriffen hatte. Also ich freue mich auf Teil 3. Ich finde das echt eine wunderschöne Unterwassergeschichte, Unterwassersaga und ja, ich freue mich, wenn der dritte Teil rauskommt. Hat auch ein wunderschönes Cover. Ich glaube, die behalten die von den amerikanischen bei und da freue ich mich schon drauf. Dann hatte ich, die Autorin kenne ich jetzt nur durch ihre historischen Romane, die Silvia Stolzenburg, Tödliche Jagd, ein Kriminalroman. Da habe ich über Lovely Book bei einer Leserunde mitgemacht. Da kam dann so die Diskussion auf, dass viele von diesem Buch eher einen Thriller erwartet hätten. Und die Autorin hat aber ganz klar gesagt, nein, es ist ein Krimi und es gibt einen Unterschied zwischen dem Krimi und dem Thriller. Und ich fand es einen tollen Krimi. Also ich fand es einen sehr gelungenen Krimi. Das ist der Auftakt. Nächstes Jahr gibt es dann ein weiteres Buch, Die Fliege heißt es. Ja, Die Fliege heißt es, zu der Oberkommissarin Anna Benz, die hier eine große Rolle spielt. Und das werde ich auf jeden Fall lesen. Also ich finde es eine super Krimiserie, gerade weil wir vor einigen Monaten hatten wir etwas
Ähnliches, was tatsächlich in Stuttgart im Schlossgarten passiert ist, das waren die sogenannten Covermorde. Und ja, das macht dieses Buch dadurch sehr authentisch und gibt dem Buch nochmal einen anderen Touch, wenn man da so ein bisschen drüber Bescheid weiß. Ja, wir stimmen uns schon auf Halloween ein. Wir haben sogar schon gebastelt. Dann mein absolutes Flop-Buch. Bei Vorablesen hatte ich Blut aus Silber gewonnen von Alex Marshall. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, welcher Autor. Das muss irgendein amerikanischer Autor sein, der eigentlich in anderen Genren schreibt und jetzt sich im Fantasy-Genre versucht hat. Das Buch ist in Amerika ein Bestseller. Ich fand es eine einzige Katastrophe. Muss sagen, das war für mich eines der schlechtesten Bücher, die ich jemals lesen durfte, gelesen habe. Ich habe es bis heute nicht verstanden, habe mir auch andere Rezensionen dazu durchgelesen und war froh, dass es nicht nur mir so ging, sondern es ging tatsächlich vielen so, dass da irgendwie keine richtige Geschichte drin ist, sondern alles sehr wirr, sehr durcheinander und man es einfach nicht versteht. Mit dem Stern, das habe ich jetzt verstanden, das hat mir eine freundliche Leserin bei Amazon in den Kommentaren erklärt, was damit gemeint ist. Gut, aber gut, aus dem Rest der Geschichte bin ich trotzdem nicht schlau geworden. Also für mich absolutes Flop-Buch und ja, kann ich nicht verstehen, dass das ein Bestseller ist. Dann habe ich, da kommt die Rezension noch, die habe ich schon abgedreht, die muss ich nur noch hochladen, bei Lovely Book bei einer Leserunde zu One von Mara Lang mitgemacht. Das ist ein Jugendthriller. Da laufen jetzt Leute hoch, mein Gott, wie peinlich. Das ist ein Jugendthriller, der trotzdem sehr nah an einen Erwachsenen-Thriller rankommt, weil da ist auch ein Psychopath, den trifft man auch in anderen Büchern so. Und ja, ich fand es sehr spannend, fand es sehr gut. Er ist nicht so tiefgründig, das darf man hier nicht erwarten, dass da so groß Augenmerk auf die menschliche Psyche gelegt wird oder auf die Charakter. Aber ich fand ihn trotzdem, er ließ sich in einem Schwung durchlesen, war sehr actiongeladen und sehr actionreich. Und die Idee dahinter, die fand ich wirklich gut. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, einfach mal anschreiben. Wie gesagt, Klapptext poste ich euch, beziehungsweise könnt ihr euch ja dann das Video dazu angucken. Und ja, dann kam natürlich, passend zu Halloween, ein Highlight-Buch für mich. Halt, stopp, zwischendrin hatten wir noch ein anderes Buch. Bevor ich die vergesse, hatte ich noch die Unvergesslichkeit des Glücks. Das war ja mit dem Selbstmord von dem Bruder. Das habe ich verschenkt, das war ein Leseexemplar. Da, ja, das habe ich in einer Buchgruppe einfach mal einer geschenkt. Die hat sich sehr gefreut, es ist auch angekommen. Auch ein sehr schönes Buch, wer so Geschichten mag, geht wirklich unter die Haut, ist sehr, 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 sehr traurig. Aber trotzdem wunderschön geschrieben, wunderschöne Geschichte. Und ich hatte noch den Auftakt zur Zwillingssaga von der Autorin Salome Joel gelesen. Das ist der Auftakt zu einer Fantasy-Reihe. Dazu, mal sehen, gibt es nächste Woche mehr, denn ich habe ja noch meine 6 Fragen an offen. Die habe ich jetzt im Oktober irgendwie völlig übersehen. Dafür hatte ich im September 2 und ja, jetzt im November darf ich euch die Salome genauer oder näher vorstellen und auch ihr Buch Die Zwillingssage, was mir echt sehr gut gefallen hat. Also das war so ein Highlight-Buch, aber das wird ja nicht das Buch des Monats, sondern das wird das Buch für die 6 Fragen an und ja, lasst euch einfach überraschen. Genau, und ja, zum Abschluss diesen Monat habe ich noch kurz vorm Urlaub mir Max Rode, die Blutschule, geholt. Hier steht jetzt noch Thriller. Ich weiß, das soll geändert werden. In Horrorroman ist es auch tatsächlich eher Horrorroman als Thriller, weil ja, ist auch ein bisschen was Übernatürliches mit drin und geht ganz schön unter die Haut. Also es weiß bestimmt jeder, wer eigentlich hinter diesem Autor steckt. Und zwar ist das der Sebastian Fitzek, der jetzt sein Buch Das Joshua-Profil rausgebracht hat, wo es um eben jenen Autor geht, um diesen Max Rode. Das war ja so ein PR-Gag, also auch sehr gelungen, wie ich fand. Und ja, die Blutschule sollte man vorher lesen, habe ich jetzt gemacht. Bin auch wirklich froh drum, weil ich finde das Buch richtig cool und richtig, richtig spannend und ja, auch doch auch gruselig, wobei ich bin ein bisschen mehr gewohnt, aber nichtsdestotrotz fand ich vor allem das Finale nach dem Finale nochmal richtig geil. Also
Tolles Buch, bin froh, dass ich es gelesen habe, habe auch schon unterschiedliche Kritiken drüber gehört, wobei ich glaube, da spielt auch viel Persönliches eine Rolle. Hätte jetzt keiner gewusst, dass der Herr Fitzek dahinter steckt, gerade von seinen großen Kritikern wurde dieses Buch auch verrissen, was ich eigentlich unmöglich finde. Man sollte es unabhängig voneinander betrachten. Und ja, hiermit halte ich auch gleich das Buch des Monats hoch. Ihr habt Zeit, wollt ihr die Blutschule von Max Rode bei mir gewinnen? Dann kommentiert mit einem Ja, ich will unter diesem Post oder diesem Video oder wo auch immer. Hauptsache, das Ja, ich will erreicht mich. Ist völlig egal wo. Und ja, bis zum 15. November habt ihr Zeit. Dann los ich aus und sag Happy Halloween, auch wenn es jetzt eigentlich schon vorbei ist. Aber ja, wünsche euch alles Gute und sag Tschüss, bis dann. Ciao.